Die ersten 15 Minuten waren ja sehr intensiv. Bellingham hat dann eine gelbe Karte bekommen, die, ich sage mal so, es war eine durchaus eine kann-gelbe Karte. Vielleicht der hat sie bekommen auch im Zusammenhang, weil in dieser Phase es durchaus hektisch war. Und dann kam diese Szene, wo er dann in diesem Zweikampf unglücklich den Spieler trifft. Mir hat so die letzte Überzeugung gefehlt, um aus diesen zwei Fouls, die er gemacht hat, eine gelb-rote zu machen. Und das war dann der Grund. Ich kann aber jeden verstehen, wenn man das jetzt separiert und einzeln betrachtet, kann man durchaus auf ein anderes Ergebnis kommen. Aber in der Situation war es für mich so, dass ich gesagt habe, mir fehlt da so die letzte Klarheit.